Achtung, das Video hat einen wissenschaftlichen Zweck. Handlungen im Video bitte nicht nachmachen, da es gefährlich ist. Wir sind Profis und testen im Sinne der Bildung, wie ein Dokumentarfilm. Hallo Leute, willkommen bei Timons Show. Ich wollte eigentlich gar keine Lava-Experimente mehr machen, doch ihr habt mir geschrieben, ich soll mal Lava auf die Kerze gießen. Ich habe erst vor kurzem ein Video gemacht, in dem ich gezeigt habe, was passieren wird, wenn man eine glühende Kugel auf eine Kerze draufschmeißt. Und ja Leute, die Kugel ist eigentlich durchgefallen. Allerdings müssten wir die Kugel mehrmals erhitzen, bis es dazu kam, dass sie einmal komplett die Kerze durchgeschmolzen hat. Denkt ihr, dass mit der Lava wird es genauso sein? Denkt ihr, Lava müsste man auch mehrmals erhitzen? Ich würde sagen, wir testen das mal. Ich habe unsere Lava wieder mal flüssig gemacht, auf 1120 Grad erhitzt. Und gleich werden wir das Ganze mal über die Kerze gießen. Hier ist unsere Kerze. Diesmal müssen wir oben ein bisschen vorbohren, bevor wir unseren ganzen Kupfer auf die Kerze tun. Für alle die gleich fragen werden, für was wir das Ganze eigentlich machen. Beim letzten Mal hat die Kugel angefangen, ein bisschen auf der Seite rauszuschmelzen. Und damit das jetzt nicht passiert und damit sie einen sauberen Gang hat, bohren wir ein bisschen vor. Falls es jemandem aufgefallen ist, ja Leute, es sind zwei Kerzen. Und da ist unser vorgebohrtes Loch. Bevor wir unser Lava da reingießen, würde ich vorschlagen, dass ihr hier oben rechts abstimmt. Was denkt ihr, wird Lava es schaffen, die Kerze einmal komplett durchzuschmelzen? Also Leute, klickt mal oben drauf. In der Zeit tue ich mich mal hier gut ausstatten mit der Brille, Handschuhe und natürlich eine Zange. So, ich hoffe wie immer, dass nichts daneben geht und hoffe, dass die Lava es schafft, die Kerze durchzuschmelzen. Und auf 3, 2, 1 legen wir los! Leute, schaut mal, das ganze Wasser läuft jetzt hier an der Seite aus. Ich habe gedacht, mit Wasser könnte man heißen Wachs abkühlen, aber irgendwie ja nicht. Jetzt hat sie das Ganze noch mit Wachs vermischt und schaut mal, wie es auf dem Boden ausläuft. Das wird eine Sauerei. Mann, Leute. Ich würde sagen, wir brauchen noch mehr Kupfer. Schaut mal, wie das Ganze angefangen hat zu brennen. Als wir diesen Experiment mit der Bentalkugel und der Seife gemacht haben, hat die Seife auch angefangen zu brennen. Woran liegt es? Wieso fängt es an zu brennen? Ich verstehe das nicht. Naja, ich habe nochmal hier Lava warm gemacht, beziehungsweise heiß und kippen nochmal einmal alles drüber und hoffen, dass jetzt komplett alles durchschmilzt. Nein, Leute, wir haben es nicht geschafft, tatsächlich. Ich hätte gedacht, dass eigentlich die heiße Lava genau mittig durchlaufen wird oder durchschmelzen wird. Aber nix da. Schaut mal, es hat an der Seite ein kleines Loch gebildet und da ist es alles rausgelaufen. Mann. Schaut mal, wie das alles aussieht innerlich. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Der Wachs ist noch ein bisschen weich. Und jetzt haben wir noch so ein kleines Kupferstück, was wir durch unsere Kerze gewonnen haben. Wie ihr wisst, ist es jetzt wieder mal ein Kupferstückchen, das zu unserer Sammlung dazu kommt, was wir wiederum nicht verwenden können für andere Zwecke.
Aber naja, nicht schlimm, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und bis bald. Ciao.